I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 7 für den 3DS. Hier bei Crash Fortific 89. Wir sind immer noch bei der Mine auf der Suche nach einem grünen Buntstein. Dieser soll nämlich den tapferen Soldaten, welcher versucht hat, das Dorf zu verteidigen, das gerade von Monstern bedroht wird, das deren Frauen entführt und im Gegenzug dann dafür, also uns jetzt Druckmittel dafür benutzt, dass sie, wenn sie wieder lebend wiedersehen wollen, dass sie ihre eigenen Häuser zerstören. Und dem geht es jetzt ein Ende zu bereiten. Vorher müssen wir den Soldaten helfen. Und da haben wir ihn, den grünen Buntstein. Wir haben es geschafft. Wir haben ein grünes Juwel gefunden. Das Problem ist nur, das ist ein richtig dicker Brocken. Wir sollen das Ding nur je von hier fortschleppen. Das ist die Frage. Hallo, Chris. Oh, Helga? Ihr habt es also bisher geschafft, nicht übel. Hört mal, ich hätte nicht einfach so davonlaufen sollen. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht, also bin ich zurückgekommen. Entschuldigt, dass ich euch im Stich gelassen habe, das war falsch von mir. Ja, aber durchaus, Mädel, durchaus. Der kleine Siegfried braucht also ein grünes Juwel, richtig? Dann wollen wir mal sehen. Und? Helga packt den grünen Fels mit beiden Händen und konzentriert sich mit aller Kraft. Ein kleiner Splitter von grünem Juwel bricht ab. Hier bitte, bringt es im Kleinen. Klein? Naja, das ist auch noch immer groß. Aber okay, was soll's. Ich sollte jetzt lieber gehen. Ich habe so viel zu tun, dass ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Gebt gut auf euch Acht, hört ihr? Hier lauern immer noch überall Monster. Ach, das hätte ich beinahe vergessen. Hier, Chris, für euch. Was ist das? Eine Holzpuppe? Okay, danke. Mein großer Bruder hat mir diese Puppe geschenkt, als ich ein kleines Mädchen war. Ich habe sie immer dabei gehabt als Glücksbringer, aber ich bin kein Kind mehr. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr natürlich wegwerfen. Ich wollte nur, dass gutes Haus hat. Nun, ich muss los. Wow. Sie vertraut uns tatsächlich einen Glücksbringer an. Tja, aber wir haben es geschafft. Jetzt nichts mehr raus hier. Wir können jetzt endlich von hier verschwinden. Hintertür wünschte ich hätte den Zauber. Habe ich überhaupt den Zauber? Nee. Oh doch, habe ich. Dann nichts mehr raus hier. Jetzt aber raus hier. Sehr gut. Oh! Nein. Ich kann dich jetzt gerade nicht brauchen. Ja, ich habe offscreen jetzt Geld gesammelt und ein bisschen ein paar Level höher gestiegen. Level 7, Level 18 jetzt meine ganzen Kameraden. Und noch dazu haben wir jetzt die beste Rüstung zusammen. Sprich, also wir haben die bestmögliche Ausrüstung hat, trägt jetzt jeder, also sowohl in Sachen Klamotten als auch in Sachen Waffen, hat jetzt jeder die bestmögliche Rüstung, die es aktuell gibt. Ich habe nebenbei noch etwas Geld dazwischen gefunden. Ich werde es euch dann noch zeigen, wo genau. Das war nämlich in einer Truhe, da gab es 120 Goldmünzen. Ja, habe ich jetzt nicht gewusst. Ja gut, gehe ich noch schnell ins Gasthaus, um mich komplett zu erholen, weil vielleicht gibt es, was? Okay, hat für uns einen Schlafzeit bezahlt? Ja, aber wir können gerade nicht schlafen. Hoffentlich bedeutet das nichts Schlechtes für uns. Na gut, erwidern wir ihn jetzt den Gefallen und gehen wir uns endlich mal zu ihm hin und helfen seinem Vater. Da ist er.
Hallo Siegfried, wir haben das grüne Juwel. Hallo Chris, habt ihr ein grünes Juwel gefunden? Bitte sehr. Tatsächlich und Helga, betroffen wie wunderbar. Ich danke euch, Chris. Bitte sehr. Ich gehe damit gleich zu meinem Papa. Scheint schon zu wirken. Aufbrecht denn das wieder auf Damm. Ich bin beeindruckt, dass ihr es der Mine rausgeschafft habt, ohne einen Kratzer abzukommen. Das stimmt ganz schön stark. Helga ist auch stark. Oh, ich habe euch gar nicht viel über sie erzählt, oder? Mein Papa und ich, Vater. Unser Leben, das war so. Mein Papa hat drüben Sturm gegen Monster gekämpft und mich zu Hause gelassen. Ich wollte ihm aber helfen. Als ich dort angekommen bin, hat mein Vater übel zugerieten, neben der Tür gelegen und Helga war an unserer Seite. Seit dem Monster daran gehen, hat Papa noch Schlimmeres anzutun. Ohne Helga wäre es jetzt aus uns beiden gewesen. Nun, Hauptsache ist, der hat überlebt. Ich hoffe, nur er ist bald wieder ganz der Alte. Jetzt seid ihr bestimmt müde, oder? Warum geht ihr nicht rüber zur Herberge und schlaft euch erstmal aus? Ja, okay. Dann machen wir das. Das war nett von Siegfried, für uns Zimmer zu bezahlen. Dieser Junge ist sowas von zuvorkommend, nicht? Nicht wie gewisse andere Leute. Wieder da liegt. Die Decke halb unten. Ah, diese Gizma kann aber auch überall einschlafen, wenn ich wüsste, wie er das macht. Na gut, ich bin es still und versuche zu schlafen. Gute Nacht, Gizma. Gute Nacht, Chris. Chris, ich werde das schreckliche Gefühl nicht los, dass wir Putzbüttel vielleicht nie wieder sehen. Ist nicht ein entsetzlicher Gedanke? Ich will nach Hause, meine Mutter und mein Vater fehlen mir. Ach, war nur Spaß. Reingelegt. So, das würde ich doch nur eine absolute Memme sagen. egal, gib's meine Ruhe, ja? Ich kann nicht einschlafen, wenn du dort redest. Du bist doch diejenige, die redet. Ich habe kein Wort gesagt. Hä? Warte, bitte warte doch. Oh, ist das Maribel, sie noch klein war? Warte, bitte warte doch. Was ist denn, Schwesterherz? Willst du mir etwas sagen? Ja, du sollst nicht allein losziehen. Das ist gefährlich. Kannst du mit den anderen gehen? Oder ist es Helga? Ich glaube eher, dass es Maribel ist. Hör mal, ich will ja auch gar nicht alleine aufbrechen. Aber die anderen trödeln einfach zu sehr. Wenn niemand diesen Monstern hinterher eilt, verlieren wir es. Aus den Augen. Nee, das muss Helga sein. Ich muss die Vorhut übernehmen. Weißt du, was das heißt, Schwesterchen? Das heißt, ich ziehe zuerst los und fahre ein paar Monster, damit die anderen sich bereit machen können. Wenn meine Kameraden mich erst eingeholt haben, wird uns nichts aufhalten können. Die Monster werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, verstehst du? Ja, ich glaube schon. Ich muss jetzt gehen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe etwas gemacht hier. Ist das eine Puppe? Naja, es soll eine sein. Sie ist vielleicht nicht perfekt geworden, aber ich habe mein Bestes gegeben. Pass gut darauf auf, ja? Ja, ich verspreche es. Vielen Dank. Also, ich muss los. Sei artig in Ordnung, Helga. Es ist tatsächlich Helga. Und lass mich raten, er ist nicht wieder zurückgekommen. Schönen guten Morgen. Okay, ja. Jetzt haben wir erstmals übernachtet. Wie geht es denn? Wir hatten Herrn Papa von Siegfried. Kann man mal ganz kurz nachgucken. Ich habe das Gefühl nicht los, dass wir bald mal einen Boss gegenüberstehen werden. Zumindest hoffe ich das. So, wo ist denn deren Haus? Achso, ich bin gerade daran vorbeigelaufen, nicht voll Depp. Da. Rein da. Ah, ihm geht's schon besser. Da steht er schon vor ihm. Sieh doch, mein Papa ist ja nicht wieder auf den Beinen. Hereinspaziert, hat mir willkommen. Ich heiße Hartmut.
Hartmut. Mein Siegfried hat mir gerade erzählt, was alles vorgefallen ist, wenn ich außer Gefecht war. Oh, entschuldigt, Leute. Wie ich höre, hab meinetwegen Kopf und Kragen riskiert und seid ihr die Mini abgestiegen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Oh, vergiss nicht, dass Helga zu... Das... Vergiss nicht, dich auch bei Helga zu bedanken, Papa. Seit ich vom Tümm zurück in zum Dorf getragen, als du verwundet worden bist. Was sagst du da? Die Kirin, von der du erzählt hast, sie heißt also Helga. Ja, sie ist bärenstark und klug und sie hat dein Leben gerettet und das Dorf beschützt. Sie die Größte. Ist sie das? Nun, dann stehe ich wohl auch in ihrer Schuld. Was genau für euch eigentlich ein abgelegenes Dorf wie unseres, wenn ich fragen darf? Was soll ich anfangen? Maribel erzählt Hartmut, die Gruppe nach Hilmarsheim kam. Hilmarsheim, okay. Eine abenteuerliche Geschichte, dann sitzt ihr also hier fremde fest und wisst nicht, wie ihr nach Hause kommen sollt. Ich würde euch ja zu gerne helfen, aber mir fällt beim ersten besten nicht ein, wie. Aber wenn wir uns um das Böse kümmern würden, dessen Schatten über das Land liegt, können wir vielleicht mehr Klarheit in Sache bringen. Es gibt eigentlich nur einen Weg, sich um das Böse zu kümmern. Man muss losziehen und den Monstern eine kräftige Abreibung verpassen. Und dank euch bin ich wieder das Alte und dazu bestens in der Lage. Bestimmt finden wir nur heraus, wie ihr wieder nach Hause gelangen könnt. Warum zieht ihr es dann nicht in den Kampf? Wir sollten die Monster im Ostturm das Fürchten lernen. Seid ihr dabei? Ja! Diesmal lasse ich keins der vier übertöppeln, so viel steht fest. Dann haben wir also jetzt Hartmut als Kameraden. Schön. Dann soll er uns weiterhelfen. Oh. Der Turm, den ich meine, steht im Osten, wie der Name schon sagt. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr erst nach Norden gehen und dann eine Wende machen. Erst nach Norden und dann eine Wende, alles klar. Ja, er ist kein Hauptmitglied. Er scheint nur ein Nebencharakter. Hartmut, bist du wieder auf dem Band? Dann bist du also zu genießen. Das bin ich. Ich gehe sofort zu diesem verfluchten Turm zurück. Dieses Mal hole ich uns in allesamt wohlbehalten nach Hause. Du ziehst gleich wieder los? Und wir können viele uns wirklich ein Beispiel nehmen. Viel Glück. Ja, der Kerl ist zäh. Das muss man ihm lassen, ne? Tja gut, habe ich mich jetzt hier wieder total verlaufen, oder was? Ich war ja eigentlich schon richtig. So muss es sein. So, dann begeben wir uns mal zu diesem Ostturm. So. Den müssten wir hier erreichen. Ja, dazwischen ist mir auch diese Truhe aufgefallen. Also, dazwischen habe ich auch diese Truhe geöffnet und dort etwas Geld gefunden. Merkt eindeutig, dass er stärker ist. So, ja, und mit den Kupferschwertern gehen wir auch ziemlich gut ab. Maribel kann an sich nur mit Magie wirklich was ausrichten. Also sie ist da eher die Magierin in der Gruppe. Bleib weg von mir, ich habe jetzt kein Interesse an dir. So, da ist der Turm. Oh! Ach, ja, klar. Wirklich sehr lustig. So, hinfort. Das wär's. So, war denn hier eine Truhe? Hier war irgendwo eine Truhe, wo ich 120 Goldmünzen bekommen habe. In der Nähe des Turms hier. Die geöffneten verschwinden anscheinend wieder. Hier ist jedenfalls der Ostturm, da sind wir. Schon mal angelangt. Hier gibt es wieder mehrere Wege. Auf jeden Fall, hier in der Nähe war irgendwo eine Truhe mit 120 Goldmünzen. Müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Tja, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hier gibt es anscheinend... No! Da oben ist doch... Oh! Ein Golem! Ich glaube, den berühre ich jetzt lieber noch nicht. Der scheint mir noch ein bisschen zu stark zu sein.
Ja, ich guck mal. Vielleicht kann ich ihn ja bekämpfen. Vielleicht muss ich ihn gar nicht bekämpfen. Er scheint sehr Hartmut interessiert zu sein. Er scheint sich an seine letzte Begegnung mit ihm zu erinnern. Er wirkt verwundert darüber, dass Hartmut sich erneut herwagt, und es sieht ganz so aus, als würde er gleich angreifen. Oh oh! Ein Bosskampf? Ist das optional gerade? Na schön! Ich habe eine Fähigkeit. Habe ich irgendeinen Zauber, der... Ja, Stärkung. Dann höre ich mal Maribels Verteidigung. Und setze eine Fähigkeit... ...ein Flammenhieb ein. Und... Maribel inzwischen Zeit... ...gehen. Oder Schwächung. Verringert die Abwehrkraft des Feindes. Sehr gut. Bam. Bumm. Oh. Naja. Macht nicht gerade so unbedingt viel, extrem viel Schaden. Also es passt schon. So, Stärkung jetzt für mich. Nein. Na komm schon. So, und dann er wieder. Er hat keine Zauber. Hat er auch noch irgendwelche anderen Fähigkeiten? Nein. Er hat nur eine... Angriffsfähigkeit an Maribel. Setzt Gehen ein. Jawohl, er schläft. Haha. Sehr schön. Da sind wir schon mal richtig im Vorteil. So, und jetzt wird noch Gizma ein bisschen gestärkt. So, und der greift wieder richtig an. So, und jetzt noch Fauch. Oh, Schwächung. Der Golem braucht ganz schön viele Treffer. So, jetzt greifen wir mal richtig an. Ich wollte eigentlich einen Zauber einsetzen. Ach, was soll's. Jetzt wacht er auf. Tja, dann schläfere ich ihn gleich wieder ein, ne? Setz wieder Gehen ein. Unglaublich, so können wir den ganz leicht bezwingen. Und da ist er down. Ah, grüne Fragmente. Er scheint Atemnot zu leiden. Und da fällt er zusammen. So ein Riesenweicher kann es jetzt anhaben. Wollen wir ihn eingehen? Ja, was war da mit dem anderen Eingang? Keine Ahnung, aber jedenfalls haben wir anscheinend jetzt einen kleinen... Hatten wir jetzt mal einen kleinen Bosskampf gehabt. Was gibt es denn hier, bitteschön? Also ich weiß, hier gibt es auch Monster. Hier sind ja zuletzt welche aufgetaucht, ja? Gucken wir uns also hier unten mal um. Wahnsinn. Haben wir ja mal einen kleinen Bosskampf gehabt. Wo führt das denn hin? Es gibt eine Heilkraut. Mehr gibt es hier nicht. Anscheinend nicht. Aber es ist gut, wenn es hier eine Sackgasse gibt, weil so weiß ich, wo ich jetzt nicht sinken muss. Mann! Was war das für ein Monster? Oh, da ist es wieder. Ein Miaugier. Okay. Ein neues Monster. Nice. Und Level Up für
Maribel. Oh, noch ein neues Monster. Was bist du für einer? Ein Kaktus? Kaktuskugeln. Okay. Aua. Na, warte. Ja, neue Gegner braucht das Land, ne? Ja, der Wurm, der kann sich nicht bewegen. Oder so gut wie gar nicht. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Was gibt es denn hier? Ah, 20 Goldmünzen. Und das war's? Das ist alles, was es hier gibt? Ja, nee, ist klar. Hier gibt es also keinen weiteren Gang. Gar nichts. Dafür war das also nur... Na gut, muss ich wohl so hinnehmen, ne? Dann muss ich also wirklich, Alter! Der verfolgt dann wirklich, gezielt. So, Fauch. Zungfu. Die haben schon merkwürdige Namen, die Monster, aber... Und sehen dementsprechend auch so aus. Aber das ist nun mal... Das gehört nun mal zur Dragon Quest Reihe dazu. Es ist nun mal bekannt für ihre schrägen und aberwitzigen Charakter- und Monster-Designs. Es ist auch von Dragon Ball Schöpfer und die haben immer... Und Dragon Ball und der Dragon Ball Schöpfer hat immer sehr gerne lustige Designs für ihre Monster hergenommen. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein. Geht's ab jetzt hier weiter. Wir haben erstmal ein paar Fragmente gefunden. Was ist denn das? Hm. Gibt's hier eine Kaktuskugel? Ein Wurm? So, hier geht es weiter. Da gibt es einen Schatz. Den hole ich mir natürlich auch noch. Gut, nehmen wir uns erstmal den Gegner hier vor, damit wir hier weiterkommen. Ah, wieder die übliche Gruppe. Oh nein. Okay, ich habe es jetzt nicht genau gelesen. Ich dachte, das wäre jetzt wieder Präventivschlag für die Gegner. Das wäre es noch. Was? Er greift nicht an? Was ist denn mit ihm los? Hartmut, du solltest nicht die Situation hier angucken. Du solltest angreifen. Nicht die Situation abwägen. Was ist mit ihm los? Gefällt mir nicht, so wie er da sich benimmt. Na gut, an der Stelle mache ich jetzt mal Schluss und... Immer wenn es dir gefallen wurde, bitte ich diese bestätigen besser als Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Vodafik geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 7. Fragmente der Vergangenheit für den 3DS. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.